Herzlich willkommen zu Lima History. Schön, dass Sie mit mir zusammen heute im Städtli unterwegs sind und auch durch Geschichte einmal einen Streifzug machen. Das heutige Thema ist der Schlangenbrunnen. Gehen wir doch gerade mal schnell schauen. Hinter mir sehen Sie jetzt den Schlangenbrunnen. Wissen auch die Liestlerinnen und Liestler auch, wo der Schlangenbrunnen ist? Und kennen Sie auch die geschichtlichen Hintergründe von diesem Brunnen? Das haben wir von ihnen wollen wissen. Der Schlangenbrunnen? Nein. Nein. Schlangenbrunnen. Kenne ich nicht. Das sagt man nicht. Schlangenbrunnen. Ja, der ist gerade hier, ja. Ja, den kenne ich schon, der ist gerade hinter mir gelegt. Schlangenbrunnen. Ja, ziemlich gut sogar. Kenne ich nicht, nein. Nein, sagt mir gerade nicht so. Wissen tue ich nicht so viel darüber, aber es ist auch ein Symbol für verschiedene Menschen. Hier. Ja, geht auf Moses zurück, die Schlange. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Die Ärzte haben die Schlange im Zeichen. Die Bedeutung des Schlangenbrunnen ist auf eine griechische Sage, die vom Asklepios zurückzuführen. Wir kennen den Asklepios besser unter seinem römischen Namen Aesculap. Der Asklepios war der Sohn des Apollon, einem Gott vom Licht, und seiner wunderschönen Geliebten, der Koronis. Die hat er einmal in den Armen eines anderen Mann verwünscht und hat sie aus Wut gerade umgebracht. Ihr gemeinsamer Sohn, eben der Asklepios, hat dann den Apollon zum Zentaur Chiron gebracht. Ein Zentaur ist ein Wesen, halb Mensch, halb Ross. Der Chiron hat den Asklepios aufgezogen und hat ihn geschult und hat ihn eingewiesen in die Heilkunst. Und so ist der Asklepios ganz ein bekannter und guter Arzt geworden, der es auch ganz gut gehabt mit den Tieren. Hey jo, sein Pflegevater war ja halb Mensch, halb Tier. Da ist an einem schönen Tag eine Schlange zu ihm gekommen, die Aesculapnattern, und hat ihm ihre Hilfe angeboten. Hat ihm versprochen, sie käme mit ihm aufs Feld, würde sich um seinen Wanderstab umwinden und würde ihn begleiten, wenn er unterwegs ist zu seinen Kranken, und würde ihm dann zeigen, welche Kräutchen das Heilwirkung haben und welche Kräutchen das giftig sind und er lieber nicht sammeln würde. So ist der Asklepios zu einem ganz berühmten Arzt geworden und hat ganz viel Erfolg gehabt. So viel, dass er sogar Tote wieder zum Leben erwecken konnte. Das hat natürlich am Hades überhaupt nicht gepasst. Der Hades, der Herrscher über das Totenreich, hat es nicht geschätzt, wenn der Asklepios seine Seele wieder zum Leben erweckt hat. Er ist nur stracks zum Göttervater, dem Zeus, und hat ihm das alles gerätscht. Der Zeus, der das gesehen hat, ist auch er wütig geworden und hat der Arzt Asklepios mit einem Blitz getötet. Zu Ehren von seiner Heilkunst aber und seinem Erfolg als Arzt ist er dann vom Zeus in Olymp erhoben worden und hat so einen Teil am Göttersitz. Wir kennen das Symbol Schlange um einen Stab herumgewunden, ja, als Symbol der Spitäler, der Apotheken, der Ärzte. Und wo 1955 der Fritz Bürgin das Symbol an dem Schlangenbrunnen geschaffen hat, hat er das mit voller Absicht gemacht. Er wusste, dass das Haus einmal ein altes Spital war in Liestl. Der Beweis dafür, dass hier wirklich ein altes Spital gestanden ist, ist die Gasse, wo der Fischmarkt mit der Rothausstrasse verbindet und Spitalgasse heisst. Spitäler hat es in Liestl zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten gegeben. Schon 1570 habe ich in einem Beamtenrodel gelesen, dass es zwei Spitalmeister gebraucht. Und 1750 ist auch in einem so einem Rodel gestanden, es habe ein Pfleger am oberen Spital
gegeben, dann können wir davon ausgehen, dass das hier in dem Haus, wo der Schlangenbrunnen dran ist, war und ein Siechenpfleger. Ein Siechenhaus hat es vor den Toren von Liestl schon lange gegeben. Im 13. Jahrhundert schon ist die Rede davon, dass man dort Leute mit Aussatz und unheilbar Kranke in diesem Siechenhaus gepflegt hat. 1765 ist das Siechenhaus dann abgerissen worden und 4 Jahre später hat man den Neubau, das heutige Haus, einweihen. Das Haus steht jetzt dort und heisst auch noch immer Altes Spital bei den alten Liestler oder Pfruend oder kantonales Altersheim. 1813 ist in der alten Kaserne das Haus, das an der Ergoldsbrücke jetzt unter Heimatschutz gestellt worden ist, ein Spital eingerichtet worden. Und 3 Jahre später, 1816, hat die Stadt Liestl das alte Bürgerspital, wie das Haus hier, eben das alte Spital geheissen hat, dann erworben und hat daraus ein Armenhaus gemacht, für die Landarmen. Ich stelle mir vor, dass dort arme Landbevölkerung aufgenommen und gepflegt worden ist. Auf meinen Sagenwegführungen durch Liestl machen mich die Leute immer wieder aufmerksam und fragen mich, was hat denn die Justitia-Figur an diesem alten Spital zu suchen? Das möchte ich Ihnen gerne noch erklären. Justitia war von jeher die Personifizierung der Gerechtigkeit. Sie sieht aber in den verschiedenen Zeiten auch verschieden aus. In den römischen Zeiten ist sie dargestellt mit einer Woge und mit einem Diadem im Haar. Der Balken der Woge ist dann waagerecht und möchte sagen, jedem das Seine. Jeder soll gerecht gleich viel abgewogen haben. Im Mittelalter ist die Jungfrau dargestellt in der linken Hand immer noch mit der Woge und in der rechten Hand hat sie ein Schwert. Sie hat oft auch die Augen verbunden. Das ist auf die Bedeutung zurückzuführen, dass ohne Ansehen der Person abgewogen wird. Also, dass die Justiz ja nicht will schauen will, wem gibt sie jetzt mehr und wem gibt sie weniger. Und dass sie das mit der nötigen Härte durchführen will, zeigt das Schwert an. Sie möchte so Gerechtigkeit schaffen. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts an wird die Justitia oft auch mit einer Woge, mit einem schrägen Balken dargestellt. Das ist auf die Überzeugung zurückzuführen, dass man von denen an gedacht hat, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Also wenn man etwas nicht beweisen kann, dann soll seine Schuld weniger wiegen. Die blinde Justitia ist damals auch oft verspottet worden, die Blindheit der Justiz. Jetzt nimmt es mich aber Wunder, was für eine Justitia hier oben an diesem Haus am alten Spital ist. Die wir doch das mal ein bisschen genauer noch anschauen. Wie wir hier sehen, hat diese Justitia-Figur keine Augenbinde. Sie hat aber ein Schwert und der Wogbalken ist gerade. Also eine Mischung zwischen römischen und mittelalterlichen Merkmalen. Ich vermute darum, dass diese Figur aus dem tiefen Mittelalter stammt und wir hier also eine alte Zeitzeugin haben am alten Spital. Diese Figur hier am alten Spital von Liestl war früher eine Brunnenfigur. Sie ist auf einem Gerechtigkeitsbrunnen gestanden, wo auf einem Stich von Merian von 1642 mitten in der Rothausstrasse gestanden ist. Später, wo Fuhrwerke durch die Strasse fahren mussten, war der Brunnen natürlich im Weg und man hat ihn näher ans alte Spital versetzt. 1869 ist der Gerechtigkeitsbrunnen gegen einen ziemlich massigen neuen Brunnen, der dann aber schon am Haus an, am alten Spital angestanden ist, ersetzt worden. Und 1955 ist er dann in den Schlangenbrunnen umgewandelt worden, wo wir zurück sind beim Thema Schlangenbrunnen. Und so beißt sich die Schlange quasi in ihren eigenen Schwanz.
Jetzt wissen auch Sie Bescheid, wenn Sie das nächste Mal beim Schlangenbrunnen vorbeikommen. Und es gibt noch ganz viele tolle Details zu entdecken im Städtchen Liestal. Schalten Sie doch wieder ein, wenn es das nächste Mal heisst Lima History.